So, Jungs, letztes Video. Entschuldigung. Letztes Video für heute und zwar, wie immer, MemeWeb auf Locker. Der musste noch raus. Wer ist das? Also, ich kenne eigentlich immer alle Mädels. Aber wer ist die? Liken, abonnieren. Die gehen rein. RIP Bro. Also, er filmt. Das ist, glaube ich, offensichtlich ihr Freund. Hallo. Hab ich mit meinem Handy gespielt. Hallo. Mit meinem Handy gespielt. Hallo? Anruf? Fake-Anruf? Motherfucker, Warzone-Sniper. Warzone-Sniper. Was ist das? Wie viele Sprachen kannst du, Peter? Deutsch, Englisch, Bayerisch, evangelisch und katholisch. Stark. Stark, Peter. Marco, 5 Sekunden. Hä? Ab jetzt. Du bleibst bei der ersten Aufgabe der Klausur hängen. Oh, das war's. Schickt mir nicht unaufgefordert Nacktbilder. Schickt mir lieber eure Ziele, eure Wünsche, was... Also, mir könnt ihr welche schicken. Ja, ist echt so. Also, falls Ziele, Wünsche nicht, ne, nicht egal ist, dann nehme ich halt die Nacktbilder. Kein Problem. Verkauf Waschmaschine, leicht Gebrauchsspuren auf voll funktionsfähig. Ja, hä? Ich bin schon immer ein weniger Mensch gewesen. Ich bin nicht langsam oder so. Ich kann schon verdammt schnell denken, wenn ich will. Ich kann auch schneller denken als die meisten. Fahrer gesucht. Fahrer gesucht. Da sitzt er doch! Ich hab doch deinen Arm gesehen, Mann! Lisa! Gesucht! Wie faul bist du, ich? Okay. Oh, das ist schon ziemlich cool. Das bringt mich schon auf eine Idee, tatsächlich. Ich glaube, ich brauch so ein Ding, Digga. Ich brauch so ein Teil zum Rumfahren in der Wohnung. Hat ein iPhone 11 Pro an einer Drohne befestigt und diese in das heiße Wasser getaucht. Auf den ersten Blick scheinen die Unterwasseraufnahmen nichts Außergewöhnliches zu sein. Wenn jetzt irgendwas kommt mit I'm under the water, dann ist das einfach nur unlustig. Aber als sie das Telefon noch tiefer ins Wasser absenken, hören sie etwas Beunruhigendes. Hör einfach zu. I'm under the water. Please help me. You're too much raining. Bro, das ist halt, also, ja, ne? Wer da lacht, ne? Also wer das lustig findet. Das Stadtführung auf Wish bestellt. Dass wir hier extra für Sie nochmal auf der Hohenzollernbrücke anhalten. Das abendliche Köln. Wenn Sie links rausschauen, fließt der Rhein. Weißt du, Co., du bist Zugfahrer und denkst dir so, boah, Digga, eigentlich wäre ich gerne so Tourguide geworden. Und rechts fließt er wieder raus. Ja, danke. Schön. Seid. Luis, nein. Luis, weg vom Schilder. Könnte ich mit Geld flexen? Ja, mach ich. Ey, Bro, dieser Salimo heißt der, glaube ich. Ich sag dir wirklich ehrlich, sein Stream wird mir immer vorgeschlagen. Ich weiß nicht warum, ich gehe ihm auf, es interessiert mich nicht. Aber sein Stream wird mir immer vorgeschlagen. Und jedes Mal, es gab vielleicht von 50 Mal einmal den Fall, wo es nicht so gewesen ist. Jedes Mal, sein Stream wird vorgeschlagen und kommt, Leute, tippt mal auf den Bildschirm. Leute, tippt mal auf den Bildschirm. Tippt mal auf den Bildschirm, Leute. Wir machen gleich ein Battle. Leute, tippt mal alle auf den Bildschirm. Wir brauchen mehr Likes. Da wird das Stream mehr vorgeschlagen. Tippen, Leute. Am besten mit zwei Fingern. Tippen. Jedes Mal. Und dann denke ich mir so, Digga, mach doch einfach mal irgendwas in deinem Stream, Bruder. Nein. Und warum? Weil ich darauf keinen Bock habe. Könnte ich mit Geld flexen? Ja. Mach ich es? Nein. Warum? Weil der erste Satz gelogen war. Montana Black in weiblich. Oh, der musste noch, weil der kriegt Bauchschmerzen sonst, ey. Was? Oh, der musste noch, weil der kriegt Bauchschmerzen sonst, ey. 24er Nagels. Habe ganz normal bestellt, er wollte, dass ich mich wiederhole. Auf einmal rastete er aus. Eine süß-saure Soße, bitte. Entschuldigung, können Sie das bitte mal wiederholen? Ich hätte gerne einen 20er Nagels mit süß-saure Soße, bitte. Frisch, wenn's geht. Entschuldigung, ich habe Sie akustisch leider nicht verstanden. Können Sie das bitte noch einmal wiederholen? Ich hätte einen 20er Nuggets mit süß-saure Soße und frisch, wenn's geht.
Sie hätten gern 20er Nuggets mit süßerer Soße frisch, wenn's geht? Ja, genau. Warum schreien Sie so? Ich weiß nicht, warum schreien Sie? Ich dachte, wir machen jetzt hier Flüstermodus-Wettkampf. Ach so, sorry. Ja, ich dachte, Sie hören mich nicht. Nee, ich hab Sie schon verstanden. Alles klar. Das wär's dann. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nee, das wär's dann. Wie bitte? Alles gut, Alter. Und taufte diesen Knaben zum Flötenmann. So Jungs, wir gehen rein in die deutschen Memes und wir fangen an mit Jizzes von Nazareth. Memes, die mit ihrer Schwester Liebe gemacht haben und enterbt werden. Heilige deutsche Memes. Liken, abonnieren, rein. Gang, we lit. Check. So, hey, warum warst du heute um 3.42 Uhr online? War kurz Wasser trinken. Ach so, okay. Das war sehr um 3.42 Uhr. Na, wie kann ich helfen, Bratan? Hier ist ja alles so Bio, so, weil Bio ist viel gesünder, korrekt? Korrekt. Was zum Teufel ist das? Habt ihr Bio-Teledin? Lehrer, der Nächste, der lacht, kommt für die Tür, mein bester Freund und ich. Schlecht, Digga. Wie ich Montagmorgens zur Arbeit. Wow! Chill, Bro! Chill! Stell dir wirklich vor, wir gehen so in die Stadt, ich bringe dir als kleine Überraschung eine Rose mit, dann gehen wir Waffel essen, dann gehen wir so im Park spazieren, die Sonne geht schon langsam unter. Setzen uns auf eine Parkbank, schauen voll romantisch zusammen den Sonnenuntergang an, gehen danach vielleicht noch Eis essen und dann hau ich dir einfach so mies in die Fresse. Public School Check! Andere Schulen, das ist Deutschland. Erstens, in deutschen Schulen immer leer. Und auch nur kaltes Wasser. Ja. Oh, du hast nur einen Artikel? Und ehrlich gesagt habe ich es echt eilig. Meine Oma liegt im Krankenhaus und ihr geht's gut. Oh, das ist mir scheißegal. Ich lasse sie nicht vor. Ich mache halt Großeinkauf. Ne? Vielleicht schaffst du es ja zur Beerdigung. Wenn die Pris kicken, aber Manuel ist mit einem Satz der Person alt. Hau raus. Kind, ja, leck weg, Mann, du Hund. Voila. Ich komm angefahren in deiner. Hallöle, GTA-Stream. Mifa the Diva, GTA kommt immer nachdem wir uns die lustigsten Memes angeschaut haben. Lazy Town, Arc House Kontrolle. Bro, ich feier diese Remixe gar nicht. Ja, ist doch ganz cool. Das war doch ganz cool, muss man sagen, ja. Sag mir, dass du aus dem Saarland kommst, ohne zu sagen, dass du aus dem Saarland kommst. Ich bin in Zustand aus Versehen Geschlechtsverkehr mit meiner Schwester gehabt und Papa hat mich enterbt. Du ekelhafter, jetzt weiß ich, warum du so drauf bist. Das war kein Absicht, das war Verwechslung. Das war Verwechslung. Ich dachte, wir meine Mutter. Die Polizei ist auf deiner For You-Page. Da zitterst du. Zitter nicht, ich hab gesagt, stell dir vor. Ich liebe es, auch mal tiefgründige Gespräche zu führen. Auch meine Gespräche. Guck mal die Sonne. Ist es Sonne oder Mond? Sonne, ne? Das Rote? Sonne, ne? Ist die Sonne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, Alter. Was ist denn los mit denen? Ich bin so abgefuckt, ne? Anderen Kindern du Ausländer beschimpft. Sei stark, ich bin Cherry und ich zeige dir, wie du dich mit Worten verteidigst. Okay. Also angenommen, jemand sagt, du Ausländer, dann sollst du sagen... Erster Punkt, ich bin selber nicht in Österreich geboren und bin selber Ausländer. Und auf so einen Spruch musst du einfach mit Humor reagieren. Du sagst dann einfach, du Sohn. Stark, Digga, ne? Das würde ich genauso machen. Stark. Ich hasse diesen Moment. Wen wollt ihr verarschen eigentlich? Io Hurensohn. Das hier ist ein Glas Orangensaft. Okay. Und das trinke ich jetzt. Okay, viel Glück. Schön machst du das. Schön trinkst du Orangensaft. Auch gesund. Ihr denkt euch jetzt, wow, du hast ein Glas Orangensaft getrunken. Das dachte ich mir, ja. Aber was ihr nicht wisst, Ich war gerade Zähneputzen. Oh mein Gott. Das ändert alles. Das ändert alles. Klopf, jetzt klopf. Klopf, klopf, klopf. Ha 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 ha!
Boah, Jungs, heute, ne? Boah, was die heute wieder auf Oma gefunden haben, ne? Da hatten wir jemanden, ach, ich will gar nicht viel sagen, aber das eine spirituelle Mädchen in der Klasse. Hi, wann ist dein Geburtstag? Ah, eine Sekunde. Oh, Sonnenzeichen, Skorpion, Wasserzeichen, Fische. Ist dein Ding? Krebs. Du bist ein Triple Water Sign. Du bist die Wiedergeburt des Teufels. Aber ich kann dir helfen, ein bisschen positive Energie in dein Leben zurückzubringen. Ah. Bad Moms, Jay, bist du's? Sieh eine Karte. Zehn Schwerter. Etwas ganz Schlimmes wird dir geschehen. Lass mich dir ein paar positive Vibes entgegenbringen. Smoke Quartz, um negative Energie aufzufangen. Und Amethyst, um deine Seele zu reinigen. Geht es dir schon besser? Ah, siehst du das? Es ist 11.11 Uhr. Das Universum ist im perfekten Einklang mit uns. Alle Planeten sind perfekt synchronisiert. Bro, ich kann nicht mehr zuhören. Was soll die Scheiße? Was bedeutet das? Alle deine Gedanken werden in Erfüllung gehen. Alle deine Gedanken? Du musst ganz schnell alle negativen... Und warum macht ihr immer so? Warum redet ihr immer so? Warum macht ihr immer so mit ihrem Kopf, Digga? Gedanken auf deinen Kopf kriegen. Ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu reden. Ich muss meine Chakras aufladen und meine Energie in Einklang mit der Vibration bringen. Ey, stell dir mal vor, TikTok hätte lustige Trends. Okay. Warum zitterst du? Ich zitter doch gar nicht. Zitter nicht. Bist du dumm? Sehe ich aus, als würde ich zittern? Ich habe gesagt, stell's dir vor. Immer diese Menschen, die sagen... Irgendwo erkenne ich den und ich finde den cool. Würde ich zittern? Ich weiß nur nicht, woher. Ich habe gesagt, stell's dir vor. Immer diese Menschen, die sagen, zittern nicht. Ich habe gesagt, stell dir vor. Halt die Fresse! Halt immer die Fresse! Der Undercover kommt auf die Ey, mein Bro, ganz kurze Frage. Ich komme nicht von hier. Hörst du auch gern Rapmusik? Ja. Kapital, Bro und so ein Zeug? Bra. Was auch immer. Ich wollte einmal ganz kurz fragen, ich bin eh so eher der East Coast Rap-Typ, American Old School, du weißt Bescheid. Mhm. Meine Cappy ist grün. Mhm. Weißt du, was noch grün ist? Ganja! You already know. Weißt du, wo ich es herbekomme? Unser Instagram wurde leider vor ein paar Wochen gesperrt. Bitte folgt unserer neuen Seite. Oh nein. Der hat da einen Beitrag kommentiert auf Pro7. Das war daher, was labert ihr denn? Orange, Morange, so eine Art. Und sagt, was ihr wollt. Hä? Wir mussten aber erstmal ein bisschen. Ach, das ist der Moderator gewesen! Ne? Jungs, ich kann mir gut Sachen merken. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Ja, ich fühle mich so gut, ich bin einfach ein bisschen anders. Ich DRC im Blut und das Codien in der Fanta. Checkst du meinen Groove? Ja, der kommt von all dem Ganja. Sorry, aber ich bin eben anders. Ja, ich fühle mich so gut, ich bin einfach ein bisschen anders. Ich DRC im Blut und das Codien in der Fanta. Checkst du meinen Groove? Ja, der kommt von all dem Ganja. Sorry, aber ich bin eben anders. Ja, Sonnenuntergang.